Herzlich willkommen zurück zum Let's Play Train Fever. Heute steht vieles an. Der produziert mittlerweile 78. Ich glaube, das erste, was ansteht, ist auf diese Linie einen größeren Zug drauf klatschen, weil das funktioniert gerade noch nicht so ganz. Der ist fast komplett versorgt. Der ist auch fast komplett versorgt. Wenn die zwei richtig versorgen, ne, dann können wir hier rüber noch liefern. Das sollte machbar sein. Da könnte man dann auch den Zug hier durchbinden weiter. Hier das Gleis. Das sollte vielleicht gehen, denke ich mal. Aber wo ist er denn? Da ist er. Du kannst 32 Kohlen, ja, das geht gerade so noch, ne? Was hast denn du für einen Takt? 6 Minuten. Wird voll, ne? Da können wir mal sehen, wenn wir vielleicht irgendwann mal eine schnellere Lokomotive drauf klatschen oder so. Dass es vielleicht ein bisschen besser geht. Dann halt einen längeren Zug machen. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe bloß 181.000, aber ich habe 181 Millionen. Das heißt, wir können also große Bauprojekte beginnen. Du hier. Wie sieht's denn eigentlich aus? Seid ihr alle versorgt komplett? Fast. Du müsstest aber komplett sein, oder? Ja. Weil du wirst das schon aus zwei Richtungen. Ja. Du hier unten bist auch relativ gut angesagt. Was hast denn du für einen Takt? Achso, da sind zwei Züge drauf. Sehen, welcher von den beiden jetzt durchfährt und welcher anhält. Wahrscheinlich der Personenzug, ja. Fährst du relativ gut, oder? Ja. Okay, wo ist der andere Zug gerade? Das hatte ich letztes Mal erst neu gemacht, ne? Hier war das 21. Oh, das geht. Das läuft. Ich würde sagen, wir binden jetzt mal weiter an. Wir führen jetzt unsere Strecken fort hier. Machen wir denn das? Jetzt liegen die Städte alle so ein bisschen komisch. Ich würde auf jeden Fall eine Linie machen, die bis hier hin und durchgeht. Immer so. Von diesen zwei Gleisen aus. Dann biege ich hier ab, ne? Vor den Lumen und mit beiden bis hierher. Können wir vielleicht irgendwann mit Schnellzügen machen. Mal überlegen. Vielleicht ein Tunnelsystem und Untergrund, ja. Zum Stuttgart 21. Geht das überhaupt? Das wäre die gute Frage. Kurz Höhenlinien. Ah, na, hier ist gerade. Ah, das ist natürlich gerade saublöd. Ich kann. Weil die komme ich eigentlich in der Stadt hier nochmal vorbei, ne? Soll ich einen zweiten Bahnhof dahin bauen? Ich überlege gerade echt hier, einfach noch einen zweiten Bahnhof hier ranzusetzen. Pass mal, wir gehen mal mit den Schienen ein bisschen in die Richtung. Nee, was ist das denn schon mal für eine Scheiße? Moment. Das ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Da kann ich nämlich hier durchgehen. Das
ist echt nicht so schlecht. Das sieht zwar total behindert aus. Aber das ist echt nicht so schlecht. Komm. Wir machen es einfach. Selbst wenn es scheiße aussieht. Die Stadt. Wir machen erstmal zwei Gleise. Halt. Das war ein bisschen blöd stationiert. So ist besser. Das ist dein Ernst? Da gehst du ja nochmal durch einen Tunnel durch. Ja, warum nicht? Soll er das machen, was er nicht lassen kann? Wenn er gerne Tunnel baut. Ach du Scheiße, was du... Ach du Scheiße, was hab ich denn hier gebaut? Ach du Scheiße. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja eine richtig brutale Konstruktion. Jetzt kann ich das noch nicht mal hier bauen, oder was? Eieiei. Ach du Scheiße! Leute, warum lassen die das mit mir durchgehen hier? Warum lasst ihr das mit mir durchgehen? Wo hat er da überall Kollision? Ich könnte aufschütten. Hier oder Kollision. Ich möchte jetzt nichts euch nicht zu nahe treten, aber ich glaube. Das geht so nicht. Das ist jetzt. Das war wirklich. Das wäre wirklich brutal gewesen. Eine kleine Brücke, ja, aber. Aber das, was ich hier gerade gebaut habe. Das war nicht feierlich. Echt nicht. So, ein bisschen Terrainangleichung. Dann wollen wir hier langsam vorangehen. Hier tun wir mal vorsichtshalber mal ein paar Straßen ziehen. So. Und so. Falls die Stadt sich mal vergrößern sollte. So, jetzt bin ich was gespannt.
Dann müssen wir hier irgendwas wegreißen wieder. Aber es funktioniert, ich komme hier oben ran. Würde ich zumindest vermuten, dass es funktioniert. Ja, da ist so eine kleine Brücke hier, das kann man schon mal machen. Das ist halb so wild, aber das Riesending, was da gerade da stand. Das ging nicht. Das hätte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können. Ah, ein Stück vergessen. So. Und hier ziehen wir die Strecke gleich noch ein Stück weiter. Wenn wir schon mal dabei sind. Und dann gehen wir hier oben hier ungefähr ran, würde ich sagen. Ah, so hier. Und das schön in langsamen Schritten, damit ja auch keine Brücken entstehen. Manchmal ist eine Brücke schön, manchmal sieht es aber einfach nur scheiße aus. Ah. Jetzt hier alles zu, ja. Sehr schön. Zack. Die Bahn hat sich ganz schön in den Berg reingehämmert, ne? Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, ne? Stadt mit Zukunft? Ne. Obwohl.